Willkommen, Leute, zu The Legend of Zelda Link's Awakening DX im Together. Mit mir? Mit dem Ricky Mania. Wer? Ricky? Ja. Was? Ja. Nicht mit Cornel. Ich dachte, was machst du denn hier? Wie bist du denn hier reingekommen? Ich bin einfach eingebrochen bei dir. Ich habe so gedacht, ja, jetzt mache ich mich hier mal breit. Jetzt bin ich mal dran. It's my time. Riggis Time. Okay, alles klar. The Legend of Zelda Link's Awakening DX spielen wir. Und wir nennen uns, Riggi, wie nennen wir uns denn? Link. Richtig. Warum? Weil ich keine andere Wahl habe. Richtig. Link! Wir sind Link. Und ja, beginnen wir einfach mal. Wir lesen natürlich auch alles schön brav vor, wie sich das gehört. Okay. Du bist Marlon. Ich bin warum? Dann bin ich lieber Marlon. Das macht doch viel mehr Sinn. Gott sei Dank. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein. Ich heiße Marin. Ups. Marlon. Ja, wegen der, ne? Auf Kukiri. Nein, nicht Kukiri. auf der London-Farm, Mann. Du bist auf der Insel Kukulint. Bist du in Ordnung? Ja. Ja. Hey. Hey, wir sind Zelda. Endlich bist du wieder auf dem Bein. Auf den Beinen, Link. Ich heiße übrigens Tarin. Bist du okay? Was? Woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild hier. Das ist natürlich schön, wenn man das nicht selber weiterdrücken kann. Das muss man sich immer wieder verlassen. Das ist Fakt. Ja. Du hast dein Schild wieder. Halte den Knopf zur Abwehr der Gegner gedrückt. Okay, cool. Ja. So. Cool. So schwer. Okay. Ich weiß, gut. Okay. Ich weiß gar nicht, müssen wir hierzu was erklären? Also wie gesagt, wir sind momentan, wir sind natürlich gerade Link, sollte man vielleicht kennen, das ist, nennen ja viele immer Zelda, das ist Link, der Held von Hyrule und wir sind hier auf der Insel Kukulint gestrandet und wir sind jetzt gerade auf dem Weg, das Schwert zu suchen, denn tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Wollo, aber das Schwert ist ein wichtiger Teil dieses Spiels. Das ist wahr, aber das meine ich gar nicht. Ich wollte kurz was an sich zu diesem Let's Play hier erklären. Ach stimmt, das habe ich ja komplett vergessen. Wir machen das hier zusammen. die Eule, das bist du. So nervig kann es nur du sein. Uhu, es ist also dein Schwert. Du bist demnach auch der Grund, warum die Monster so auf... Ich wusste gar nicht, dass die Eule weiblich ist. Ich habe sie immer für männlich gehalten, aber okay. Aufgeregt sind die Legende. Er... zählt nämlich von einem jungen Mann, der käme, den Windfisch zu wecken. Er muss ihn nämlich wecken, um diese Insel wieder verlassen zu können. So solltest nun Richtung Norden in den Zauberwald gehen. Wir sehen uns dort. Wir gehen uns dort. die Geschwindigkeit war gut. Ja, eigentlich wollte ich dich ein bisschen damit ärgern, weißt du, dass es dir zu schnell wird oder so. Aber das hat leider nicht geklappt. Nun hast du dein Schwert gefunden, Mensch, und du bist froh, den Namen Link darauf zu lesen. Denn das... ist ein guter Name, ein starker Name. Mann, bin ich froh darüber. Ich und ich erst. Jetzt merke ich gerade, sind die Knöpfe, ja, die sind richtig verteilt. Okay. Okay. Links ist auch der Knopf und rechts ist der Knopf. Das hasse ich nämlich, wenn das nicht ist. So, wir sind jetzt hier in Link's Awakening und wir sind hier zu zweit vor allen Dingen. Jetzt wird der geneigte Zuschauer, der schon länger dabei ist, sich natürlich denken, hä, das gab's doch schon mal, das kommt mir bekannt vor. Das siehst du sehr richtig und ich verstehe, dass du aufgebracht bist. Dass jetzt der Ricky dabei ist. Die Sache ist die, das habe ich ja schon mal mit Cornel versucht. Und wir sind gnadenlos daran gescheitert, dieses Projekt zu zweit aufzunehmen. Das war nicht schön anzusehen. Und der Ricky hat jetzt gesagt, ey, komm, dann machen wir nochmal. Das machen wir jetzt nochmal besser. Mhm. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Wir machen das auch besser. Schlechter ging es ja auch nicht. Schlechter ging es nicht. Und wir machen jetzt sogar so, Freunde. Haltet euch fest. Es kommen zwar sämtliche Parts auf diesem Kanal, aber jeden zweiten Part nimmt der Ricky auf. Was? Bedeutet, geil. Ja, geil. Das bedeutet, einmal kriegt ihr hier natürlich Gameplay vom Allerfeinsten geboten. Ne? Skill, ohne Ende. Und dann kommt Ricky. Uhu, willkommen im Zauberwald. Du wirst diese Insel auf keiner Karte finden. Kein Weg führt zur Außenwelt. Erst wenn der Windfisch wach ist, könntest du die Insel verlassen. Du musst wissen, auf der Insel Kukulint herrschte andere Naturgesetze. Es werden dir viele seltsame Dinge begegnen. Um den Windfisch aufzuwecken, wirst du einiges erleben. Warst du schon im Wurmpalast im Süden der Stadt? Im Wald kannst du den Schlüssel finden, der das Tor öffnet, der den Windfisch siehst. Deine Schritte. Alter, das sind alle Schritte. Das ist der liebe Gott. Der Windfisch ist in diesem Fall der liebe Gott. Ja. Und, Und wir sind Herkules. Nein, die nehme ich nicht. Nee, die sind furchtbar. Die Melodie nervt und es bringt einen nichts.
Oder nicht? Vor einem Boss könnte einem sowas halt was bringen, ne? Also so eine... Ach, ja, aber wann kriegt man die denn schon mal vor dem Boss? Selten. Sehr, sehr selten. Aber das ist auch der einzige Moment, wo ich sagen würde, oh, da sammle ich die ein, weil ansonsten ist es echt richtig nervig. Naja, ja. Auf jeden Fall, das ist der Plan. Das ist der Plan und das wird gut, das wird super. Hoffen wir mal, ne? Ja, das wird super. Hoffen wir mal. Was haltet ihr denn von der Idee? Das würdet ihr uns natürlich gerne mitteilen. Ne? Wenn ihr die Idee super findet, dann ist das gut. Und wenn nicht, dann ist uns das eigentlich egal. Aber ihr dürft es uns trotzdem mitteilen. Wir nehmen es zur Kenntnis. Wir nehmen es zur Kenntnis, aber ignorieren es dann. Wohlwollend zur Kenntnis genommen. Richtig. Eine Schlummermorche, Ricky. Weißt du, was wir mit dieser Schlummermorche machen müssen? Hast du eine Ahnung? Gott sei Dank, da ich das Spiel ja schon mal selber durchgespielt habe und auch Let's Played, weiß ich, was wir zu tun haben. Geil. Ich frage mich sowieso, ob wir irgendwann mal Probleme kriegen werden. Also tatsächlich, weißt du was von diesem Spiel? Ja. Dann werden wir beide keine Probleme kriegen. Wie gesagt, ich habe schon mal durchgespielt und wenn ich sehe, was gerade los ist, dann weiß ich auch ungefähr, was zu tun ist. Also ich habe das Spiel, als Kiddy mal durchgespielt. Mhm. Halt, das war ja mein allererstes Zelda, ne? Mein allererstes Zelda. Meinst du tatsächlich auch? Das habe ich in der zweiten Klasse gespielt. Da war ich in der zweiten Klasse, da habe ich auch wirklich die komplette zweite Klasse, glaube ich, für gebraucht, um das durchzuspielen. Ja. Aber ich hab's geschafft. Also ich hab damals immer... Ich war so stolz, Alter. Na gut, das kann ich mir vorstellen. Ich fand damals war ich noch nicht mal, glaube ich, in der Schule. Weil ich bin ja, ich weiß ja nicht, ob das vorstellt, aber ich bin ein bisschen jünger als du. Und... Was? Ja, ja. Und... Was hat das damit zu tun, ob du dieses Spiel hier in der zweiten Klasse oder nicht in der zweiten Klasse gespielt hast? Ich wollte dir nur gesagt haben, dass ich noch mal jünger bin als du. Ich wollte dir nochmal unter die Nase reiben. Weißt du wohl überhaupt, wo du hingehst gerade? Ich gehe auf jeden Fall falsch. Du gehst komplett falsch. Geh mal nach oben. Nach oben weiter, nach oben. Ja, ich muss dann irgendwie nach rechts kommen. Links. Jetzt dann links. Jetzt wieder nach oben. Ja, nach oben und dann rechts, ist schon klar. Nach oben und ich denke gerade, wo geht er denn hin? Ich kenne die Wege hier nicht auswendig. Scheiße. Oh, jetzt haben wir den Salat. Jetzt, toll, super. Sei froh, dass du den Ton nicht hörst. Ja, da bin ich zufrieden mit. Ja, und wie gesagt, auf jeden Fall ist es so, dann habe ich das Spiel immer gespielt, habe aber immer nur gespielt, bis wir den Hund gekriegt haben und habe ich aufgehört, weil ich den Hund immer so mochte. Was ist denn los mit dir? Ja, wie gesagt, ich war jung und unerfahren und... Also bei mir war es halt so, ich war halt erstmal komplett aufgeschmissen mit diesem Spiel. Es war das erste Mal, dass ich sowas gespielt habe. Ich wusste ja gar nicht, worauf ich mich einlasse tatsächlich. Okay. Warte. Brauche ihn bald, den Pilz im Wald, und mach dir fix einen Zaubermix. Ah ja, ich hab das ja. Scheiße. Ja. Tu ich gib ihn da. Ja, gib ihm. Ah, es hat eine Schlummermeuchel dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Okay, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Das Pulver ist fertig, probiere es gleich mal in der Hütte aus, verschwende es jedoch nicht. Unnötig, deswegen werde ich es auch nicht hier ausprobieren. Das siehst du vollkommen richtig. Weil, kann ich nicht gebrauchen. So. Ja. Also, jetzt wieder zum eigentlichen Thema. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, denn ich war in der zweiten Klasse, mir wurde nur mal gesagt so von einem anderen, oh Zelda, das ist das beste Spiel auf der ganzen Welt. Und er hatte recht. Okay. Und er hatte recht. Tatsächlich. Und auf jeden Fall bin ich dann in so einem, wir hatten damals noch so einen Second-Hand-Laden, wo man halt auch gebrauchte Spiele kaufen konnte. Ne? Also da gab es neue Spiele, aber auch gebrauchte. Und da gab es dann auch dieses Zelda-Spiel. Und dann dachte ich mir, ist ja das beste Spiel der Welt. kaufst du mal. Da habe ich das gekauft und einfach den Spielstand gespielt, der da schon drauf war. Und du hast halt keine Ahnung, ne? Ja. Du hast halt keine fucking Ahnung. Und bis ich das dann erstmal herausgefunden habe, wie das alles geht und alles war so verwirrend, Ricky. Kannst du dir das vorstellen für einen 7-Jährigen? Wie verwirrend das war? Ja, das war sehr verwirrend. Wie willst du das hier denn rausfinden? Allein das hier. Für einen 7-Jährigen, der nur Mario-Spiele und so kennt. Weißt du, wie das ist? Es hat ewig gedauert. Ja, bei mir tatsächlich auch. Nachdem ich in der seltsamen Hütte... Nachdem ich einen seltsamen Pilz gebissen habe, muss ich wohl eingeschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sage ich dir. Du hältst mich für verrückt. Hältst du mich für verrückt? Nee, eigentlich nicht. Nee, ich auch nicht. Wir haben ja gesehen, dass ein Waschbär war. Das hast du gut gemacht. Wollte ich nicht. Schieß das Pulver, brauchen wir nicht. Gib Nun, hast du den Wurmschlüssel in der Hand. Sicher kannst du damit den Wurmpalast öffnen. Geil. Yay! Oh. Hey, Ricky, wir können im ersten Part fast den Wurmpalast schaffen. Ja, mach mal. Dann brauche ich den nicht machen. Uhu! Nimm diesen Schlüssel, geh damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Der Windfisch wartet bereits. Jetzt wird die Eule langsam von weiblich zu Mickey Maus. Ich weiß auch nicht. Das ist bei mir so ein kleines Problem mit den Stimmen. Die verändern sich im Part noch. Ja, ich merke es, im selben Part. Im selben Part vergesse ich die Stimmen. Die Eule hat halt mehr, das ist nicht dieselbe Eule. Wir müssen das so sehen, das ist immer eine andere Eule. Es ist immer eine andere Eule.
Ja, ich muss ja zugeben, ich habe mit sowas auch so ein bisschen Probleme tatsächlich. Ja, aber bei dir klingen ja fast alle gleich. Nee. Doch. Aber nein, also. Die Hexe war gut. Von Part zu Part ändert sich das halt auch, weil ich mir das halt auch nicht merken kann. Aber mir ändert sich das schon im Part. Aber im Part glaube ich tatsächlich, dass ich es hinkriege. Ich krieg's ja auch manchmal, ich hab die Eule schon wieder vergessen, wie ich die gemacht habe. Deswegen. Das ist sehr so weiblich. Warte mal, hier muss ich nicht hin, ne? Hier, sind auch, hier muss ich nämlich nicht hin. Doch, natürlich musst du da hin zum Wurf. Nein. Oder? Hollo, du gehst ganz weit. Du musst unten hin. Du musst ein Stück runter. Ein Stück musst du runter. Nicht ganz runter zum. Richtig, genau. Nicht ganz zum Strand. Aber nicht Richtung ganz zum Strand. Aber Richtung Strand, genau. Da hattest du beim Waze schon Probleme mit. Beim Waze hatte ich damit Probleme. Ja, ich weiß, du hast ja bei jedem Waze Probleme gegen mich, außer bei Waze. Beim Waze. Und, oh, wir kriegen da schon das beste Item im Spiel. Du wirst mich nur hüpfen sehen übrigens. Ja, ich hüpfe auch die ganze Zeit. Ja. Das habe ich auch als Kind schon immer so gemacht. Keine Ahnung, natürlich. Ich mag das. So muss das ja auch. Normal, Digga, normal. Normal, Lunch, ja. So, da sind wir schon. Im schwersten Land. Weh, du lässt mich beim Boss raus. Ich habe Probleme mit dem. Weh. Ich hatte das so vor. Ich tatsächlich. Arschloch. Alter, wir sind jetzt schon bei 11 Minuten, Ricky. Du wirst definitiv beim Boss landen. Freut euch drauf. Freut euch drauf. Es gibt Ricky-Gameplay beim Boss. Woo! Geil. Da wartet die Nation drauf. Also ich warte. Wollen doch alle Zelda bei Ricky sehen. Hast du eigentlich... das frage ich mich gerade wirklich. Du hattest mal ein Zelda-Let's Play kurzzeitig auf dem Kanal, so viel ist mal sicher. Ich hatte Link's Awakening Let's Play auf meinem Ach Kanal. Ach ja, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du überhaupt mal ein Zelda-Let's Play auf dem Kanal hattest, ein komplettes. Ja, das und Wind Waker. Ach, Wind Waker ja auch. Ja, genau. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich auf A Link Between Worlds im Heldenmodus. Nein, Link, das lassen wir jetzt mal raus. Hey, follow Donkey Kong Country, wie läuft das bei dir eigentlich? Donkey Kong 64, wenn du jetzt schon mit Link's Awakening Between Worlds anfangen willst. Wie läuft denn bei dir Donkey Kong Country Returns? Läuft gut, ja, das kommt ja wieder, sobald ich Batterien habe. Ach so. Bei dir sind dann nicht die Batterien schuld. Nee. So eine lahme Ausrede würde ich auch nicht. Das ist keine Ausrede, das ist wirklich so. Ach, weißt du was? Egal, nimm die Karte damit. Ach, da gibt's eine Karte. Ich geh da immer einfach durch. Ja, nee. Man kann da natürlich auch durchgehen, aber man kann auch sich die Karte immer. Oh Gott, oh Gott. Boah, weißt du, was ich mache, Ricky? Was denn? Ich lasse mich auf ein Herz runterfallen und dann lasse ich dich den Boss spielen. Das ist... Ich habe gedacht, wir machen so eine Challenge noch. Wir versuchen, das Ending zu kriegen, das Versteckte. Also das, ohne zu sterben. Ja, das ist ja schon damit gescheitert, dass ich dich mitspielen lasse. Challenge verloren. Wollen lose. Scheiße. Scheiße. Der hier ist nicht Ricky lose, sondern das ist... wir spielen hier zusammen Spiel. Ja. Und eventuell... Bringen wir das Projekt sogar zu Ende. Ja, ich glaube daran. Ich glaube daran, das wird ein super Projekt. Das wird das beste Projekt, was jemals irgendwo in der Welt zu sehen war auf YouTube. Mhm. Ne? Das beste Format auf YouTube. Let's play together. Let's play together. Und irgendwann kommt das Let's play together again. Oh Gott, oh Gott. Kann man verschieben? Ja, klar. Ich laufe da einfach immer durch. Du kannst nicht alle verschieben, ne? Das ist mir schon klar. Ja, wollte gerade sagen. Nein, aber ich laufe da einfach immer durch. Ich wusste jetzt nicht, dass man genau den verschieben kann. Dann laufe ich einfach immer durch. Ja, aber das macht doch Sinn. Und du kannst ihn einsperren. Ja, und den kannst du jetzt auch verschieben, das weiß ich. Allein dieses Rätsel konnte ich selber lösen als Kind. Da war ich auch super stolz. Schild. Ja, ich weiß. Ich hatte nur kurz Angst. Ja, warum hast du nicht direkt das Schild gezogen? Entspann dich doch mal. Ich musste überlegen. Ach, guck mal. Nachdenken. Oh, wenn du direkt auf sie raufspringst. Ja, eben. Herzen. Das wollte ich nämlich auch. Ach so, okay. Das war der Plan. Okay. Ricky, überlegen. Das ist so ein Wort. Also, das kennst du ja meist nicht, ne? Nee, das ist so Ricky drauf ist los ja, und go. Ey, wenn ich jetzt nicht drauf losgehe, dann sieht das ja so aus, als könnte ich es nicht. Ja. Und danach sieht es trotzdem aus, als dann könnte ich es nicht. Dann sieht es super dumm aus. Erstmal so. Weißt du, was es hier gibt? Kekse? Auch. Und die Greifenfeder. Und yay! Die erlaubt es dir, Sprünge zu machen, Ricky. Endlich kann ich mal springen. Whee! Kann man die Herzen hier in der Luft einsammeln. Ja, wie ein junger Gott. Wie ein junger Gott geht das dann. Und ja. Macht Spaß. Und ja. Und guck mal, da ist ein Goomba. Ist das nicht aus Mario? Mario-Einflüsse bei Zelda? What's up? What's up? Hast du mir im Flashback schon Bescheid gesagt, oder? Nee. Sag mal Mock Bescheid. Der soll da unten, spring doch da unten runter, warum geht das gerade weggezogen? Ey, krasser Typ. Sag mal Mock Bescheid, dass es Mario-Einflüsse in diesem Zelda-Spiel gibt. Da soll der mal ganz schnell
ein Video drüber machen, das ist ganz ein Mythos. Ganz schnell ein Video drüber machen, das war jetzt nicht so gut. Das war, nee, aber das ist bestimmt ein Mythos nur. Das ist ja perfekt für Mock. Deswegen. Ja, ja. So mein Gedanke dahinter. Ich weiß nicht, ob es hier einen Schlüssel gibt. Nee. Gibt's nee. Nicht. Eben kurz auf die Karte. Das ist eine ja. Karte. Was ist denn das? Hoch da? Und rechts. Ich glaube, da kannst du noch rüberspringen. Ja noch gar nicht. Warum, nee, 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 jetzt rechts. Nee, ja, jetzt ja, ja, rechts. Ja. Ich wollte nur was nachgucken, weil ich beim letzten Mal, als ich das hier gespielt habe, hatte ich Probleme mit einem Schlüssel, der mir fehlte. Ja. Und, ja. Nee, zurück, links. Nee, ich glaube. Ist hier falsch? Nein, glaube ich nicht. Guck mal auf die Karte. Lass mich doch auch mal spielen. Hier geht's doch nach rechts. Du spielst doch. Hier geht's doch nach rechts zum Zwischenboss, den ich eventuell verkacken werde. Der ist eigentlich easy. Ihn einfach nicht hinbekommen lassen. Nee, ich will einfach nur mal sicher gehen, dass ich nicht getroffen werde, weißt du? Das macht mir nämlich gerade echt ein bisschen Angst. Ach, komm schon. Ja, super gemacht. Hast ihn gebumst. Ja, total. Ja. Fucking Fee. Sah immer aus wie eine Raupe für mich. Ich dachte immer, das ist so eine fliegende Raupe. Okay. Der Masterschlüssel fehlt. Das ist das übliche Problem, das ich habe. Ja. Das ist, wie gesagt, der ist oben. Wenn du jetzt hier links gehst. Ich bin doch... Ich weiß! Entspann dich doch mal! Hier ist der nicht. Hier kriegst du, glaube ich, nur einen kleinen Schlüssel. Nein, da kriege ich, das Ding den Kompass. Für die, den Schnabel für die Eule. Ach so. Kriege ich, dann kann man sich Tipps von der Eule holen. Das ist ja... Ach, stimmt. Das ist ja nicht nötig. Da tut ja nicht Not. Das tut tatsächlich nicht Not. Aber hier oben, ne? Ja. Wobei, doch, das tut doch... Oh, Alter, ich spiele aber auch gut. Gut spielst du. Kann man so sagen, so. Guck mal, geil. Da ist er. So, und mit diesem Schlüssel, ja. Mit einem Herzen, kann man durchaus den Boss besiegen und noch die Challenge schaffen. Natürlich. Na? Mach das mal. Nö. Ja, was denn? Du bringst mich dann zum zweiten Dungeon und ich muss wieder den Dungeon machen, oder was? Nee. Wow. Das war jetzt, das habe ich gar nicht so bedacht. Oh, ich habe Angst, Ricky. Ja, eben ich erst. So, dann lasse ich dich mal hier stehen. Ja, super. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wie Ricky gegen die Teile da knallt und gar nicht erstmal Boss ankommt. Da gehe ich mal von aus. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem ersten Part und seid beim nächsten mit dabei. Und wenn ihr Spaß hattet, dann habt mal ein bisschen Spaß dabei, den Daumen nach oben zu drücken. Und dann habt noch Spaß dabei, Spaß zu haben. Denn nur weil Leute wer Spaß haben, dann steht da Spaß zu Spaß mit Leuten, die Spaß haben. Denn wir haben Spaß und ihr habt Spaß. Wir haben alle Spaß. Spaß! Wer am meisten Spaß hatte, hat heute gewonnen. So, richtig. Bitteschön. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Haut rein. Jo. Bis dann. Ciao. Tschö.